Grüße euch, Paraguay Live. Wir sind hier wieder auf der anderen Baustelle. Auch ein schönes Haus. So könnt ihr hinter mir sehen. Individuell wiederum geplant. Auch natürlich hier in Piribebuy mit Sichtmauerwerk. Also gleich werde ich euch mehr dazu erzählen. Okay, bleibt dran. So, also das Haus seht ihr, das hat also 12 Meter, so baut man auch in Paraguay. Also wenn eine Lotte, also ein Grundstück, ja, was hier grundsätzlich 12 Meter breit ist, man kann es praktisch von einer Seite in die andere bauen. So kann man sehen, so sieht es praktisch links von der Seite. Man kann also sowohl die Mauer machen als auch Zaun. Also das sieht einfach auch gut aus. Hier sieht man die Einfahrt, das Einfahrtstor, da kann man auch natürlich wählen. Praktisch auf euer Wunsch. Das ist hier der Zaunbereich, sieht auch schön aus. Also ich finde es mit diesen Steinen sieht das wirklich sehr gut aus. Hier ist das Tor, Eingangstor. Hier das Mauerwerk, wir gehen noch mal kurz rein. Ich komme mal nicht. So, da seht ihr auf Kundenwunsch hier die Einfahrt mit Schiebetor. So, und hier ist der Eingangsbereich. Also, das sieht auch sehr interessant aus, attraktiv. Hier seht ihr das Eingangstor mit der Überdachung. So, und da könnt ihr hier direkt nochmal die Fenster, die Standardfenster sehen. Die sind auch Blinddecks, also Schiebefenster. So, die kleinen sind fest eingebaut und die haben alle Holzrahmen, auch auf Wunsch des Kunden. Dann die Eingangstür. Eingangsbereich hier mit so ein extra Muster gemacht. Sorry, aber in der vollen Sonne sieht man es natürlich etwas schlechter. So. So, da werden noch die Dachrinnen befestigt. So, da gehen wir noch kurz rein, da kann ich euch die Zimmer zeigen. Okay, einige sind ja abgeschlossen, weil die Kunden schon Möbel drin haben. Aber auf jeden Fall könnt ihr das Wohnzimmer sehen. Und es sind 4 Zimmer plus ein Bad und ein Außenbereich. Da zeige ich euch auch einen Außenbereich mit diesem Kochbereich oder Waschmaschinenbereich, was also hier in Paraguay sehr beliebt ist. So, da seht ihr hier den Einfahrtsbereich hier. So sieht das aus. So, hier rechts geht man ins Haus rein. Und hinten ist der Waschraum, wo die Jungs noch arbeiten. So, wieder gegen das Licht gefühlt. Hier seht ihr dieser Waschraum oder Waschmaschine wird hier aufgeräumt. Das ist der Waschbecken, da kommt die Waschmaschine und das ist extra überdachter Raum. Also es sieht wirklich gut und praktisch aus und das ist der Ausgang hinten, sieht man in den Garten. So, da seht ihr den Gartenbereich hier, der Ausgang aus dem Waschraum. So, da sind die beiden Zimmer, also die Schlafzimmerfenster 1 und 2 und daneben ist der extra Ausgang, Nebenausgang aus dem Haus. Also hier rechts seht ihr Hauswirtschaftsraum und links der Eingang direkt ins Haus. So, hier sieht man das Dach.
Und dahinter, da es natürlich um Grenzbebauung handelt und das Bad hat kein Fenster, haben wir sowohl Lichtzufuhr als auch Ventilation eingebaut. So, da sind wir jetzt hier drin. Da haben die gerade Licht ausgemacht. So, deshalb etwas dunkel. So, da werden die Eigentümer auch so einen Tisch gekauft, also Esstisch und hier die kleine Bar, die auch so als Raumaufteiler dienen sollte. So, und da habt ihr die Küche oder Küchenzeile besser gesagt. Und man kann es, denke ich, mir schon richtig gut erkennen. So, hier ist der Eingang ins Bad. So sieht es auch aus auf Wunsch des Kunden. So, und dann kann man es sehen, hoffentlich, dass da von oben Licht kommt, das, was ich euch von außen gezeigt habe. So, und hier im Prinzip so kleine Waschbecken und die Toilette und dahinter Dusche. Also hier in Paraguay, das ist ein paraguayisches Haus, deshalb wählt man eigentlich kleine Bäder. Weil da verbringt man keine Stunden und man will nicht unbedingt jetzt viel Platz verlieren. So, und hier auch so, na, ich sage mal, schöne, attraktive Lösung. Gegen das Licht wieder klappt das nicht immer, aber man kann es erkennen. So, hier wie gesagt, also man kann die Möbel hier schon kaufen, beziehungsweise auf Bestellung aufbereiten lassen, als Raumaufteiler zum Beispiel. Und hier der Fliesenboden auch im ganzen Haus. Die Fliesen können natürlich entweder Porzellan oder andere Fliesen auf Wunsch gewählt werden. So, falls euch gefallen hat, einfach Likes nach oben, das Video teilen, auch an Freunde, Bekannte, die vielleicht auch nach Paraguay auswandern möchten. Es gibt viele verschiedene Häuser, sowohl individuell geplant, als auch von uns aus Hausmodelle entworfen. Also, falls ihr Interesse habt an einem Haus, schlüsselfertig, inklusive Grundstück, einfach mal anrufen bzw. offene Fragen auch bitte unter dem Video stellen. Aber viele von euch bevorzugen halt den persönlichen Kontakt. Ich kann natürlich auch nicht allen direkt beantworten, aber ich werde auf jeden Fall eure Fragen beantworten. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.